Erinnerung an das gesamte Personal. So, machen wir mal ein bisschen weiter. Ich kann nicht, dass wir die schon gefunden haben. Wie gesagt, tolle Aussicht, ja. Das soll wohl das Pathfinder Museum sein oder so. Die Stimmung auf der Nexus hat sich seit EOS völlig verändert. Das kann man wirklich spüren. Ein neuer Außenposten, Hilfe durch einen Pathfinder, Menschen wachen auf. Es ist ein Neubeginn. Wir müssen so weitermachen. Aber noch ist es nicht geschafft. Die Initiative hat noch viele Versprechen einzuhalten. Und das ist unsere Aufgabe. Aber es tut verdammt gut, wenn man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja, das stimmt. An die Wartungsclubs, bitte melden Sie sich im öffentlichen Bereich. Was haben wir hier? Gedenkstätte? Mit feierlichem Stolz gedenken wir jener, die ihr Leben für die Erkundung und Entdeckung gegeben haben. Das ist so ein Alec Ryder, wahrscheinlich unser Vater. Was bauen die denn da? Was haben wir noch? Steine? Es wird schön sein, all seine Erfolge so vor sich zu sehen. Sind auch deine Erfolge. So, Datenpad. Wichtige europäische Interplanetarmission. Gespendet an den Rat für historische Aufzeichnung der Andromeda-Initiative. Alle Jahresangaben in Common Era CE 1985-92. Erste interplanetare Sonde. Erste ESA-Mission zum Merkur. Zum Jupiter-System. Hä? Das ist komisch. Könnte ich jetzt nicht beschwören, ob das wirklich wahr ist. Den zweiten. Ja, 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 ja. Es gibt kein Zurück. Ob es Ihnen nun passt oder nicht, wir werden hier sehen. Die Völker der Initiative konnten sich bislang nicht so einen Einzelnen. Schön, Sie wiederzusehen. Wo ist Tan? Ich höre ihn hier sabbeln, aber ich weiß nicht, wo der ist. Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten. Ist er da oben? Da. Wow, das ist aber hier ein fettes Pult genommen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nö, passt schon. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Ich sehe eine großartige Zukunft für uns. Ja. Wow, das ist auch ein geiler Ausblick. Also, Level-Design und die Welt selbst haben die echt super hingekriegt. Wahnsinnig gut. Da kannst du nichts machen. Das ist das schönste Mass Effect, das ich gespielt habe, soweit. Da sind ja nur 4. Also von dem Aussehen her ist es echt das schönste. Zur der Handlung kann ich noch nicht so viel sagen. Bin ja erst Planet. Also viel Einfluss hat man nicht auf die Geschichte. Das habe ich mir schon, eingelesen. Das wird Addisons Büro. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Was? Keri. Was denn? Hi, die Dokumentation kommt extrem gut an. Ihre Kommentare sorgen für reichlich Gesprächsstoff. Tan hatte uns übrigens zu sich zitiert, um uns daran zu erinnern, dass wir doch bitte die richtige Botschaft vermitteln sollen. Ist alles okay? Ja, es war in Ordnung. Und deutlich weniger interessant als Ihre jüngsten Erlebnisse. Die Entscheidung, so früh einen militärischen Außenposten zu errichten, ist umstritten. Kandros befürwortet sie, aber andere sagen, die Initiative wirke dadurch aggressiv. So,
Ich hoffe, die Cat sehen eine militärische Präsenz und begreifen, dass wir ihre Angriffe nicht tatenlos hinnehmen. Dasselbe hoffen unsere Anführer auch. Diese Risiken sind sicher sehr stressig. Wie entspannen Sie sich zwischen den Missionen? Entspannt, Kampfausbilder. Candy Bar intensiv. Oh, kannst du mit allen flirten hier. Meine Zeit mit meinem Team, ich studiere. Kampftraining. Ich bleibe in Form fürs nächste Mal. Zielübungen, Training. Ich stelle sicher, dass ich bereit bin. Auch das ist Geschichte. Diese kleinen Augenblicke dazwischen. Jetzt noch einige Bilder dieser Relikttechnologie, ein paar Erklärungen und die Episode ist fertig. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, also kämpfen ist das, was wir am meisten machen. Also, da müssen wir fit sein. Edison. Nein, das wollten wir so nicht. Aber haben wir denn eine Wahl? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Spender, Sie haben einen Job. Falls Sie ihn behalten wollen, tun Sie ihn. Verdammt! Das ist so geil. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Jo. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Das ist ALP. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Sicherheit. Wie in Prodromus. Ihre Entscheidung. Brecker zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Ohne Druck. Also, natürlich Druck. Drückt mir nicht so auf die Pelle. Hallo, Pathfinder. Wie läuft's mit der Lebensfähigkeit? Mühsam. Ich muss Sie wohl nicht daran erinnern, dass Lebensfähigkeit keine abstrakte Größe ist. Es geht um Leben. Darum, hier Fuß zu fassen. Gehen Sie da raus, Ryder. Erfüllen Sie Ihre Aufgabe. Wir sterben. Oh, die ist kein Druck. Wie hat die Nexus auf unsere neue Ansiedlung reagiert? Wir schicken die Leute an den Ort, den sie uns nennen, weil sie dort gebraucht werden. Wir können keine Rücksicht auf spezielle Vorlieben nehmen. Okay. Direktor Edison. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Pinks nennt sie mich jetzt Pathfinder. Hallo, Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf, herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Also je besser unsere Kolonien laufen, desto mehr können die auftauen. Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr Sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für Sie tun. Oder ganz simpel, je mehr Sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Okay. Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen.
Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelett zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Mhm. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Da. An die Wagungscrews, bitte melden Sie sich im öffentlichen Bereich. Ja gut. Keine Ahnung, wecken wir ein paar... Keine Ahnung, wo. Cryo-Kapsel-Punkte verfügbar. 0 von 17 Vorteile freigeschaltet. Andromeda Lebensfähigkeit. Bei jedem Stufenaufstieg der Nexus können Sie eine neue Gruppe von Siedlern aus dem Cryo-Schlaf aufwecken. Unterschiedliche Gruppen bieten unterschiedliche Gameplay-Vorteile. Neue Optionen werden verfügbar, wenn Sie die Lebensfähigkeit im Cluster verbessern. Wissenschaftspots. Diese aufgrund ihrer jahrelangen Felderfahrung und Findigkeit in Drucksituationen ausgewählten Wissenschaftler können die Forschungs- und Rohstoffgewinnkapazitäten der Initiative rasch verbessern. Verteidigungspots. Armeeveteranen aus allen Teilen der Milchstraße engagieren sich mit ihrer Kampfausbildung und ihrer Überlebensfähigkeiten der Wildnis von Andromeda. Handelspots. Der Handel ist das Rückgrat jeder Zivilisation. Diese talentierten Händler und Unternehmer nutzen ihre Kontakte zur Beschaffung seltener Objekte, für finanzielle Investitionen oder zur Verbesserung der Inventarverwaltung. Ein Labortechniker. Labortechniker helfen dem Wissenschaftsteam der Nexus, die Daten über Helios effizienter zu erhalten. Das klingt interessant. Minenanlagen erhalten regelmäßig eine Auswahl an Minenmaterial, an Mineralien. Dafür nehmen die Labortechniker. Wir haben eine Cryokapsel. Das war Forschung. Zack. Ja. Yeah. Mehr haben wir nicht. Alle einsammeln. Alter, 100 Milchstraßenforschungsdaten. Okay. Okay, haben wir das auch. Das müssen wir mal hier. Was ist das mit Kandros, der Text, der da permanent oben lang läuft? Mann, Mann, Mann. Es tut mir leid, Lerner. Sie versuchen nur, unsere Moral zu stärken. Was ist denn da? Pathfinder, vielleicht können Sie das aufklären. Wie kann ich helfen? Mein Freund Yuri war beim ersten Fehlversuch auf Eos im Einsatz und hat nur knapp überlebt. Jetzt wollen Sie ihn zurückschicken. Ja. Sie sagen, die Bedingungen hätten sich verbessert. Es sei jetzt sicher. Stimmt das? Ja. Sie können den Berichten Glauben schenken. Eos ist jetzt bewohnbar und zukunftsfähig. Wenn Sie zurückgehen und den Planeten erneut in Besitz nehmen, wird Ihnen das beim Verheilen Ihrer Narben helfen. Siehst du, Yuri, alles wird gut. Danke, Pathfinder. Dann werde ich das machen. Gut. Daran, ich werde auch definitiv noch runtergehen und dann etliche Missionen machen. Für bessere Bedingungen sorgen. Das ist hier Kommandozentrale. Schadensbegrenzung. Kennen wir alle. Kolonialverwaltung.
Bitte informieren Sie Direktor Tan über Ihren Status. Das ist ja einer, ne? Nein, ich will nicht mit einem Pressesprecher reden. Ich will mit Ihnen reden. Ein Pathfinder? Wow! Ich bin Davis Carr, Helios News Service. Sie kennen meine Stimme möglicherweise aus den Berichten. Ich arbeite gerade an einer Story, aber hey. HNS, hä? Huh? Wo ist der Rest von Ihnen? Ich hatte eine Redakteurin, aber hier draußen ist es einfach verrückt. Jetzt stehe, abgesehen von ein paar Freelancern, nur noch ich zwischen der Freiheit und der Tyrannei. Oder so ähnlich. Ich bekomme nicht viel Schlaf. Waren Sie in der Milchstraße auch schon Journalist? Mehr oder weniger. Ich hatte ein paar Praktika in wirklich guten Redaktionen. Für den U-Star Chronicle war ich sogar eine Woche lang auf dem Mars. Ursprünglich sollte ich hier draußen nur als Reporter arbeiten, aber dann kam der Aufstand. Wir waren ein bisschen zu nah dran und meine Redakteurin wurde getötet. Tan hat anschließend behauptet, unsere Sendungen hätten Unruhe gestiftet. Aber das ist Blödsinn. Und jetzt will ich einfach nur weitermachen. Wer bezahlt Sie für Ihre Arbeit? Offiziell ist HNS eine Abteilung der Initiative, aber wir dienen nicht ihr, sondern der Öffentlichkeit. Ab und an versuchen uns die hohen Tiere, insbesondere Tan, vorzuschreiben, was wir senden sollen. Aber wir entscheiden, was gezeigt wird und was nicht. Das führt natürlich zu Reibereien, aber so kann ich zumindest noch in den Spiegel schauen. Das ist ganz wichtig als Kontrollorgan. Kennt ihr sie? Ich habe noch eine andere Journalistin kennengelernt. Carrie Tevesser? Ja, wir strahlen Carries Doku-Reihe aus. Weg eines Helden. Sie ist wirklich gut. Ja, danke. Ich bin hier weitestgehend auf mich allein gestellt. Also freue ich mich über so gut wie jeden, der mich mit Beiträgen versorgt. Das Wichtigste sind Inhalte. Und Ihre Inhalte treffen wirklich einen Nerv. Es ist bestimmt schwierig, eine Sendung aus dem Nichts auf die Beine zu stellen. Oh, eigentlich ist es ganz einfach. Wären dann nicht der Mitarbeitermangel, die unkooperativen Behörden und die ständigen technischen Probleme. Aber ich kriege das hin. Ich habe möglicherweise sogar eine Quelle bei der Nexus-Sicherheit aufgetan, falls sie mich denn jemals zurückruft. Wer ist Ihre Quelle? Kein Journalist, der etwas auf sich hält, würde Ihnen das je verraten. Okay. Wir reden später weiter, Davis. Hey, Ryder, bevor Sie gehen, ich bitte Sie nur ungern darum, aber ich habe den Eindruck, Sie kommen bei Ihrem Job ziemlich viel rum. Unter anderem an Orte, an denen man unsere Sendung noch nicht empfängt. Wenn ich also ein paar Empfänger auf Ihr Schiff bringen lasse, wären Sie dann so nett, Sie auf einigen Planeten zu stationieren? So könnten wir selbst Kolonisten in den abgelegensten Winkeln mit Nachrichten versorgen. Erzähl mal. Wie genau kann ich Ihnen helfen? Ich grabe hier ein paar richtig gute Geschichten aus. Aber nur wenige Leute außerhalb der Nexus kriegen sie zu hören. Unser Langstreckensender kann Datenpakete von einem Schiff zum anderen übertragen. Und sogar auf Planeten. Vorausgesetzt, es gibt dort einen Empfänger. Ich brauche also jemanden, der sie stationiert und so unser Signal verstärkt. Da wir aber nur wenige haben, müssen sie auf bewohnten Planeten platziert werden. Na gut. Okay, Davis. Ich helfe Ihnen, Ihre Reichweite zu erhöhen. Fantastisch. Stationieren Sie einfach in der Nähe eines Außenpostens einen Empfänger und schon werden Sie dort unsere Berichte erhalten. Okay. Sid, was ist das? Bitte überprüfen Sie Ihren Dienstplan. Es gibt wichtige Aktualisierungen. Sie sind es. Sie sind der menschliche Pathfinder. Ich bin Sid. Vetras Schwester. Vetra hat mir alles über sie erzählt. Naja, vielleicht nicht alles, aber alles Wichtige. Ich sollte mich jetzt lieber wieder an die Arbeit machen. Aber es war echt nett, sie kennenzulernen. Was arbeitest du hier? Oh, ich überwache nur die Kommunikation der Kolonisten. Fortschrittsberichte, Gefahrenwarnungen.
Ich schreibe alles auf und schicke Sean dann am Ende des Tages einen Bericht. Das ist ein wichtiger Job. Ich weiß. Und es ist ja auch ein gutes Gefühl, einen Bericht einzureichen und zu hören, dass ich damit jemandem geholfen habe. Ich will dich nicht länger von der Arbeit abhalten. Okay. Jetzt müssen wir aber Sid kennengelernt. Milizführer? Ach ja, Diet. Der Bitte um Nachschub ist eingegangen. Medikamente, Post und Verpflegung sind unterwegs. So, ich habe hier nochmal geguckt. Was ist denn Zayax? Das war die rechte Hand von Kandros, ne? Eine hey Ryder, hätten Sie mal kurz Zeit? Wir brauchen die Bilder ja, der Lieutenant Sajax, richtig? Genau. Ich stelle gerade Apex-Teams zum Schutz der Leute und Aktivposten zusammen, die sie da draußen zum Einsatz bringen. Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet und könnten von ihren Erfahrungen profitieren. Ja, ich lasse Sam unsere Erkenntnisse über die Cat, die Relikte und die Gruppierungen von Gesetzlosen, denen wir begegnet sind, sofort hochladen. Danke. Sie werden sehen, Apex wird etwas bewirken. Stationsleiterin Cash erinnert hiermit alle daran, Apex-Teamleiter bitte melden. Informationen über Gegner sammeln. Ah. Kandros? Na? Freut mich, Sie endlich zu sehen. Sie sollen da draußen ganz schön beschäftigt gewesen sein. So könnte man es ausdrücken. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Nö. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. So, ich hab nochmal geguckt, diese Einsatzmission, das sind Missionen, wo man dann so NPC hinschicken kann, glaube ich. So, wir haben. Du hast dann hier ein Team. Das ist die aktuelle Liste Ihrer rekrutierten Einsatzteams. Wählen Sie mit der Leertaste ein Team, um es mit Sonderausrüstung auszustatten. Mit V können Sie ein Team stilllegen und stattdessen ein neues rekrutieren. Je mehr Einsatzteams Sie haben, desto mehr Missionen können Sie gleichzeitig in Angriff nehmen. Während Sie Team rekrutieren, um ein neues Einsatzteam für Ihre Sache zu rekrutieren. Einsatzteam können bei einer Mission positive Merkmale erhalten, wenn sie Erfolg haben, und negative, wenn sie scheitern. Die Merkmale von Einsatzteam können die Erfolgschancen eines Teams bei bestimmten Missionen beeinflussen. So. Wir haben Sierra ST1. Was jetzt? Ah ja, okay. Sierra ST1. Das ist mein Team. Positive Merkmale, Scharmützler, plus 5 auf Effektivität, negativ nix, Ausrüstung nix. So. Die haben Adrenalinspritzen. Ne, was haben wir denn? Plus 2 Effektivität. Adrenalinspritzen, kosten 25. Kaufen. Ja. So. Und dann kann man hier Missionen wählen und die da hinschicken und eventuell auch mit denen mitkämpfen. Bronze sind einfache, feindliche Forschung beschaffen, feindliche Ausstattung identifizieren. Ausfinden, ob feindliche Truppen eine unserer Einrichtungen erobern und vollständig zerstören wollen. Greifen Sie Ihre Versorgungsbasis an und finden Sie heraus, welche schweren Waffen Sie haben. Relikte, Bestechungsversuch, nächtliche Mission. Missionsfahren, Bronze, Credit Box. Und man kriegt dann noch so Boxen. Man kriegt. Feindliche Forschung. Geiselnahme überall. Gegner, Relikte, 10 Mission Funds. Ist auf jeden Fall schwerer. Feindliche Gruppe führt medizinische Forschungen durch und hat ebenso vielversprechend wie gefährliche Resultate erzielt. Infiltrieren Sie die Anlage und beschaffen Sie uns die Forschungsergebnisse. Und zahlreiche. Ich glaube, wir nehmen das erste, was automatisch ist. So, wie ich das. Was ist hier?
Pathfinder Belohnung, keine Belohnung. Okay. So, wir nehmen das. Wählen. 76% Erfolgschance. Benötigte Zeit 1,5 Stunden. Mit Adrenalinspritz. Okay, gut. Zonen 2, 12 und 19. So funktioniert das. Das wusste ich nicht. Man kann aber auch irgendwie selber mit reinspringen in die Mission, meine ich. Ja, die haben wir fertig gemacht. Wer war hier oben? Das war das Hauptding. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten. Cash können wir nochmal reden. Sie hören HNS, Ihren Nachrichtensender in HNS. Und Drakes hier. Wie oft habe ich dir diese Geschichte eigentlich schon erzählt? 343 Mal. Was? Du hast mitgezählt? Roshan, das ist nicht lustig. An die Warnungscrews, bitte melden Sie sich im öffentlichen. Darf ich mit dir reden? Nein. Ein Datenpad. Ach, das kennen wir schon. Pathfinder, danke, dass Sie Raj und Sarah bei der Suche nach Atkins geholfen haben. Er wird seine Zelle nicht so bald wieder verlassen. Ja. Gute Arbeit mit dem Außenposten. Vielleicht entspannt sich Addison jetzt ja ein bisschen. Wie meinen Sie das? Sie war ziemlich aufgebracht darüber, dass die Initiative bisher noch keinen Außenposten errichtet hatte. Was absolut verständlich ist, wenn Sie mich fragen. Trotzdem bin ich froh, dass sie jetzt Arbeit hat, auf die sie sich konzentrieren kann. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis zum nächsten Mal. Ich kann Dreck irgendwie nicht anklicken. Aber jetzt geht's. Ryder, dieser Ort ist unfassbar, was? Sie meinen diese leicht verbeulte Raumstation? Sie hätten sie mal vor einem Jahr sehen sollen. Da war sie mehr als nur leicht verbeult. Naja, jedenfalls danke, dass Sie mich ins Team geholt haben. Tan kann mich nicht von der Station werfen. Und es war schön, meine Enkelin mal wiederzusehen. Sie haben sie wirklich vermisst, hä? Und wie? Sie kann natürlich gut auf sich selbst aufpassen, aber es kann trotzdem nicht schaden, in der Nähe zu sein. Nur für den Fall. Okay, gut. Der muss ich hier auf der Nexus nicht so viel Dialog. Wir finden jetzt mal einen anderen Block. Verkehrt. So, der Doc meinte, wir könnten in die Cryo-Station mit der Schwester reden. Wir warten nur noch auf ein paar weitere Kolonisten, bevor wir sie auf die Nexus bringen. Dort erhalten sie dann die Freigabe für ihre Immigration. Stimmt es, dass es bei unserer Ankunft eine Art Notsituation gab? Wir sind auf eine Energiewolke gestoßen. Man bezeichnet sie als die Geißel. Wow, das klingt ja überhaupt nicht beängstigend. Die Nexus hat es schlimmer erwischt. Und solange man sich von ihr fernhält, scheint alles okay zu sein. Okay, ist halt offen? Ja. Gucken wir hier nochmal rum. Auch nichts. Das hier ist lediglich ein medizinischer Routinescan. Nichts, worüber Sie sich Sorgen machen müssen. Was führt Sie nach Andromeda? Alles Mögliche. Vor allem aber mein extremes Pech mit Frauen. Es hat nie wirklich gefunkt. Obwohl Sie Milliarden Frauen zur Auswahl hatten? Keine von denen hat mich je verstanden. Sie fanden mich alle widerlich. Aber was wissen die schon? Ich verstehe. Wie sieht's denn mit Ihnen aus? Hätten Sie Lust auf ein kleines Abenteuer? Ich wäre dabei. Ach, du meine Güte. Laut Scan müssen wir Sie möglicherweise unter Quarantäne stellen. Was?
Vielleicht sogar für mehrere Monate. Das tut mir ja so leid. Boah, wie fies. Harry, was passiert da mit Sarah? Wir haben sie aus der Kapsel geholt. Ich will Ihnen keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat sie, quasi gefunden. Was soll das heißen? Nun, sie ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf ihr Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt. Mhm. Ich dachte nicht, dass sowas möglich ist. Ich auch nicht, aber Sam... Naja, ich schätze, Supercomputer sehen die Dinge etwas anders. Obwohl sie im Koma liegt, sind Sarahs mentale Prozesse aktiv. Es geht ihr also gut? Fragen Sie sie selbst. Ich stelle eine Verbindung zu ihrem Implantat her. Gott, ja. Grausig. Bitte. Sarah? Kannst du mich hören? Scott, bist du das? Was ist hier los? Wo bin ich? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Ich glaube schon. Ist das ein Traum? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt, aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das ist so schräg. Ich kann dich hören, aber nichts fühlen. Wo ist Dad? Geht's ihm gut? Oh, weiß ich nicht, die soll, ja, soll sich ja jetzt keine Sorgen machen, die soll aufwachen. Das war meine Schwester. Er ist gerade auf einer Mission, aber ich weiß, er macht sich Sorgen um dich. Bestimmt. Er hat vermutlich gesagt, sie wird schon wieder und ist dann losgezogen, um irgendeine Alge zu untersuchen. So war es nicht. Wirklich. Und wie oft hat er dich schon angeschrien? Ach, ein paar Mal. Okay, richte ihm aus, er soll aufhören, auf meinem kleinen Bruder rumzuhacken. Und wie ist unser Zuhause, Habitat 7? So schön wie versprochen? Echt jetzt? Weiß ich nicht. Pass auf, wir machen volle Kanne, erhalten ihr den Traum, bis sie aufwacht. Warte nur, bis du es selbst siehst. Es ist einfach atemberaubend. Das ist fantastisch. Es hätte so viel schief gehen können. Tja, damit hast du wohl vor mir eine neue Welt betreten. Die Wette gilt nicht, wenn jemand im Koma liegt. Wie großzügig. Trotzdem sollte ich euch helfen. Das wirst du. Und du wirst es lieben. Es gibt hier so viel zu entdecken. Ja, mach mich nur neidisch. Sag Dad, falls da ein Berg ist, der noch einen Namen braucht. Der gehört mir. Ganz genau. Und dann? Was ist los? Die Verbindung war nur vorübergehend, aber ihr Zustand ist stabil. Na gut, ich hoffe, sie träumt Tut jetzt mir leid. Von Habitat 7. Ich halte sie auf dem Laufenden. Versprochen. Danke, Harry. Hoffen wir, dass sie jetzt schöne Träume vom Habitat 7 und ihrem Vater hat. Das ist ja wichtig. Das ist wichtig für die Genesung. Finde ich jedenfalls. Also sollte sie also noch Probleme... Die Psyche wirkt sich sehr auf die physikalische Heilung, Heilungsprozesse. So, was haben wir denn da? Hoffnungsvolle Spur. Nein, das brauchen wir noch gar nicht. Lange nicht. V? Hier aus 78%. Wow. Andromia Lebensfähigkeit spiegeln die kollektive Integrität ihrer Kolonialisierungsbemühungen in Helios wieder. Sie verdienen ALP, indem sie Planeten erforschen, Verbündete gewinnen, Bedrohungen eliminieren, Umweltschäden beseitigen und andere Dinge tun,
die Andromeda in einem besseren zu einem besseren Zuhause machen. Wenn sie genug ALP sammeln, erhöht sich ihre Nexus-Stufe und sie können weitere Kolonisten aus dem Cryo-Schlaf holen. Wenn sie in eine neue Nexus-Stufe aufsteigen, gehen sie zum Cryo-Capsule-Uplink, Nexus-Ops oder im Forschungsraum der Tempest und wählen sie, welche Kapsel sie öffnen möchten. Spiegeln den Gesamtfortschritt ihrer Mühung von auf einer potenziellen Kolonialwelt ALP verdienen, erhöht sich die Lebensfähigkeit bis zu einem Maximum von 100. Auf den meisten Welten können sie einen Außenposten errichten, wenn sie eine Lebensfähigkeit von 40% erreicht haben. Es sind darüber hinaus auch noch andere spezifische Aktionen möglich, um einen Außenposten zu ermöglichen. Darüber hinaus können sie auf einigen Welten durch das Erreichen einer bestimmten Lebensfähigkeit spezielle Cryo-Kapseln freigeschaltet werden. Gut, also wir haben ja jetzt ein Protokoll oder wie wir vorgehen. Ne? Wir wissen, dass wir aber die Quest müssen wir eine andere nehmen. Das wollen wir noch nicht. Informationen über Gegner sammeln. Stärkung des Signals. Das können wir machen. Das führt uns direkt nach EOS, weil wir wollen ja jetzt wieder raus. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Oh ja, das gehört auch dazu, Unfälle, ne? Oh, die haben ja aufgebaut jetzt, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich zu Hause bleiben sollen. Lavina! Hey, Pathfinder! Ich bin Kian Garn. Willkommen auf der Next. Ignatius. Hallo! Gil Brody ist Ihr Techniker, stimmt's? Korrekt. Mein Name ist Bailey. Ich habe früher hier in den Hangars mit ihm zusammengearbeitet. Sie wissen nicht zufällig, ob er verfügbar ist, oder? Stehe mich nicht an. Solche Dinge weiß ich nicht. Natürlich. Okay, tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Bestellen Sie ihm einfach Grüße von mir, okay? Nee. Der nächste. Und wie ist Ihr Name? Derek, und das ist meine Frau Andrea. Hallo, schön Sie kennenzulernen. Willkommen auf der Nexus. Lassen Sie mich kurz Ihre Profile aufrufen. Da haben wir Sie ja. Ihre medizinischen Scans sind in Ordnung, alles bestens. Ihrer Immigration steht nichts im Wege. Wo werden wir leben? Auf EOS. Der Außenposten Prodromos wird als militärische Anlage eingerichtet. Oh. Sie beide sind Ernährungstechniker. Das ist sinnvoll. Soldaten müssen auch essen. Wann beginnt unser Einsatz? Das Terraforming läuft noch, könnte also eine Weile dauern. Terraforming? Ich dachte, alles wäre vorbereitet. Es gab ein paar unerwartete Komplikationen. Aber nichts, was die Pathfinder nicht lösen könnten. Oh, natürlich. Begeben Sie sich fürs Erste bitte in den Wartebereich. Hallo, ich bin Fian. Der Nächste. Gründerin der Initiative. Willkommen auf das ist ja krass. Avina. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hi, wie ist Ihr Name? Bradley Kane. Hallo, Bradley. Was soll man Immigration? Was ist das aktuell, ja? Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Also jetzt macht das auch Sinn. Alles. Es war mir ein Vergnügen. Das sind die, die wir aufgehört. Wenn die Leute hier rauskommen, die können dann mit der Avina sprechen und sich orientieren. Oh, oh, oh. Das
sehr gut. Ich war schon immer gegen alles allergisch. Es ist nichts Ernstes, also spricht nichts gegen Ihre Immigration. Sie sollten zwar unser medizinisches Personal aufsuchen, aber ansonsten viel Glück. Der Nächste. Sollten wir doch mal ein paar angucken hier, das ist ja sehr interessant. Kommen noch welche? Lass sie mal raus. Ihr Name? Moira Purcell. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Perfekt. Aber ich bin nicht alleine hierher gekommen. Mein Sohn müsste auch hier sein. War er auf dem Hyperion? Ja, er ist Landwirt. Ah, da haben wir schon. Prodromos wird eine vorgelagerte Sicherheitsstation. Die Gruppe ihres Sohnes wird dort nicht so schnell benötigt. Sie stehen auf dem universellen Wegplan. Und wann wird er aufwachen? Ich bin sicher, er wird bei einer der nächsten Gruppen sein, die wir aus der Stase holen. Oh gut. Da bin ich aber erleichtert. Sie können dort drüben auf weitere Anweisungen warten. Danke. Okay, gut, also. Das mixt sich leider alles da oben mit dem Text. Weil alle gleichzeitig sammeln. Das ist lächerlich. Warum sollte er das sagen? Vielleicht wollte er ehrlich sein. Er war bloß ein Arsch. Ach, die sagen das öfter. Schon ein paar Mal, ja. Ich hätte keine Ahnung, also auf dem anderen Gedönsrad. Ich mache jetzt erstmal auf EOS weiter, weil da weiß ich, was da läuft. Und auf der Tempest nochmal mit den ganzen Leuten reden. Muss ja auch gemacht werden. Wie viel Energie das Ding verbraucht beim Start. Pathfinder, Drag möchte Sie sehen. Ach Gott, jetzt geht's schon los. Oh, erstmal mit dir reden. Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie windet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Naja, sieht schon schön aus, diese Nebel, diese orangen Dinger. Naja. Sie ist gefährlich. Das ist alles, was ich sehe. Eine Masse zerstörerischer, bösartiger Tentakel. Ich kann die Farben einer Korallenschlange bewundern und mir gleichzeitig bewusst sein, dass ich mich von ihr fernhalten sollte. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geißel oder die Reliktgewölbe. Ich meine alles. Es ist so fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung. Was? Mein Gott? Sie reden von einem Gott. Ja, ich glaube an eine höhere Macht. Ich weiß, es klingt vielleicht ein wenig seltsam. Aber ich bin Wissenschaftlerin, weil mich die Wissenschaft an etwas näher heranbringt, das größer ist als ich. Ja. Die Sache ist die, diese Gottfigur oder dieses Gottsein wird immer mehr verdrängt oder geht immer weiter im Hintergrund. Je mehr wir herausfinden oder meinen herauszufinden. Mir ist es eigentlich egal. Ja, es hat schon was, sich etwas derart Erstaunlichem gegenüberzusehen, dass man einfach glauben will. Wow, es ist schön, jemanden zu begegnen, der es versteht. Ich musste mich schon so oft rechtfertigen. Als würde mein Glaube an das Göttliche meine Arbeit als Wissenschaftlerin in Frage stellen. Als könnte das Sakrale durch die Suche nach der Wahrheit herabgewürdigt werden. Na, passt schon. Muss man sich nicht. Ich stelle Ihre Fähigkeiten nicht in Frage. Sie müssen sich mir gegenüber niemals rechtfertigen. Danke. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass Sie das sagen. Jetzt sollte ich aber besser mal den Rest des Teams über meine aktuellsten Berichte informieren. Unterhalten wir uns später weiter? So, was ist denn Kallo?
Hey, Gil, räumen Sie nach der Reparatur der Sensorkonsole auch mal irgendwann auf? Nein, das ist ein neues Design. Ein neues Design? Ohne ausgebildete Crew? Ich bin ausgebildet und alles funktioniert einwandfrei. Seien Sie nicht so verkrampft. Ist alles okay? Was? Oh ja, alles bestens. Nur keine Sorge. Sorgen? Mann. Wer ist hier? Ach, das wäre diese PB, ne? Können wir eigentlich scannen? Weiß ich nicht. Und da ist die Luftschleuse. Ich glaube... Drake, ich arbeite zusammen mit Vetra an der Beschaffung von Prothesengel und den anderen Dingen, über die wir gesprochen haben. Was? Nein? Wir haben also eine neue Passagierin. Sie meinen Phoebe? Ja, und sie hat sich entschieden, sich in einer der Rettungskapseln einzurichten. Man muss keine Psychologin sein, um daraus zu schließen, dass da jemand Bindungsängste hat. Oh Gott. Wie ist die Moral? Wie schlägt sich die Crew ihrer Ansicht nach? Ich erzähle Ihnen gerne, was ich denke, solange ich damit nicht meine ärztliche Schweigepflicht verletze. Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne sie in den Akten und meinem Gehirn nach Spezies ein. Na, sag mal, menschlich. Wie kommen die menschlichen Crewmitglieder zurecht? Davon gibt es viele. Über wen genau möchten Sie reden? Oh Gott, fahr mal nach Cora. Wie geht's Cora? Sie verarbeitet noch, was geschehen ist. Ihr Vater war ihr Mentor. Sie dachte immer, sie würde seine Nachfolge antreten, doch stattdessen hat er den Posten des Pathfinders ihnen übertragen. Sie vertraut zwar seinem Urteil, aber das heißt nicht, dass es sie nicht verwirrt oder sogar verletzt. Was ist mit Gil? Gil nutzt seinen Humor, um sich selbst zu schützen. Er würde sich eher im Nomad verkriechen, als sich offen mit Gefühlen zu befassen. Geht's Suvi gut? Suvis starker Glaube gibt ihr Halt. Ich selbst bin zwar nicht spirituell, aber wie ihr Verstand, Religion und Wissenschaft in Einklang bringt, ist mehr als beeindruckend. Wie geht's Liam? Liam ist eine echte Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich ihn gerade wieder zusammengeflickt habe, bricht er sich irgendwas anderes. Seine Wir-können-nicht-verlieren-Einstellung ist bewundernswert. Aber ich mache mir Sorgen, wie er damit umgehen wird, falls doch mal etwas schief geht. Ich wüsste gerne, was Sie über die nichtmenschlichen Crewmitglieder denken. In Ordnung. So eine Fragen Counselor Sie. Ist, glaube ich, ganz interessant. Drake? Geht es Drake gut? Dem alten Mistkerl geht's immer gut. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so stur und gleichzeitig so dankbar sein kann. Könnten Sie bitte auf ihn aufpassen, Ryder? Natürlich. Keine Sorge, Lexi. Ich werde ihn im Auge behalten. Danke. Und es wäre vielleicht besser, wenn Sie nicht erwähnen, dass ich Sie darum gebeten habe. Ah, Lexi ist hinter Drakkar. Wie geht's unserem Salarianer? Er ist ein ziemliches Klatschmaul. Aber äußerst verschlossen, was ihn selbst angeht. Erzählen Sie mir etwas über Vetra. Vetra ist es gewohnt, dass jemand von ihr abhängig ist. Ich denke, das ist auch der Grund für ihren Einfallsreichtum und den Drang, sich um andere zu kümmern. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sie sollte sich ein wenig mehr Zeit für sich selbst nehmen. Okay, was mit Phoebe? Geht es Phoebe gut? Sie geht mir aus dem Weg, als würde ich ihr jedes Mal, wenn sie mir zu nahe kommt, eine Spritze verpassen. Um ehrlich zu sein, machen sie das ja auch. Zumindest bei mir. Aber doch nicht auf dem Gang. Danke okay. Für Ihre Offenheit. Erinnerungsfragmente? Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um etwas Privates. Natürlich, dafür bin ich ja da. Als mein Vater gestorben ist, hat er bestimmte Bereiche von Sams Speicher blockiert. Dinge, von denen er nicht wollte, dass ich sie sehe.
Oder von denen er dachte, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Mag sein. Jedenfalls habe ich diesen Auslöser entdeckt. Er hat ein Erinnerungsfragment meines Vaters auf der Citadel freigegeben. Aus der Zeit, als die Allianz seine KI-Pläne abgelehnt hat. Und als er herausfand, dass die Krankheit meiner Mutter tödlich verlaufen würde. Was denken Sie? Wieso hat Ihr Vater gerade diese Erinnerung ausgewählt? Naja, das war da, wo er dann kriminell wurde mit der KI. Es war der Moment, in dem seine Reise nach Andromeda wirklich begann. Diese Ereignisse haben dazu geführt, dass Ihre Familie einen neuen Weg eingeschlagen hat. Ja, danke, Lexi. Es tut gut, darüber zu reden. Wieso Ärztin? Wie kamen Sie zur Medizin? Meine Mutter war Tänzerin auf Omega und mein Vater war Türsteher. Ich habe ihn immer zusammengeflickt, wenn er mal wieder eine anstrengende Nacht hatte. Dabei ist ihm aufgefallen, wie ruhig meine Hände waren. Sie steckten jeden Credit, den sie verdient haben, in meine Ausbildung. Sind Sie auch hier in Helios? Nein, sie sind beide bei einem Revierkampf ums Leben gekommen. Das hat es mir leichter gemacht, die Milchstraße hinter mir zu lassen. Wie ist eine Asari-Ärztin auf der menschlichen Arche gelandet? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie, erinnern Sie sich? Das schließt auch Menschen mit ein. Außerdem hatte Harry darauf bestanden. Vielleicht wusste er ja schon damals, dass er später den Job mit mir tauschen wollte. Wie lange sind Sie und Harry schon befreundet? Lange. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht über seine Arthritis geklagt hat. Wir sind uns bei einem medizinischen Kongress auf der Citadel begegnet. Er referierte dort über Neurochirurgie in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Was? Sein Namensschild war vollkommen zerknittert, aber er war so verdammt selbstbewusst. Ich wusste sofort, dass wir Freunde werden würden. Ach so, Harry, ich dachte Drug. Ich dachte gerade, Krogada macht einen Vortrag über Neurochirurgie. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. So. So, hier kann man auch die Einsatzteams machen und Forschung und ALP und was weiß ich nicht alles. Hey, Kleiner. Überprüfen Sie Ihren Helm, bevor Sie ihn aufsetzen. Sehen Sie diesen Kratzer hier? Er hatte in meinem geschlafen. Durch die geschlossene Tür hörst du alles mit hier? So, ich muss mal gucken, also da haben wir An- und Verkauf. Wir müssen jetzt mal ein bisschen was haben. Also, soweit ich weiß, kann man hier mehr Punkte ausgeben und dann kann man 690. Kann man hier Punkte ausgeben? Ich kann eigentlich mal gleich auf Panzerung gehen. Hyper Guardian. N7. Frage ist das besser oder schlechter? N7 ist ja wahrscheinlich das Beste. Oder Hyper Guardian finde ich aber auch hübsch. C8. Hyper Guardian Kampfanzüge wurden von Kassafabrikation für zivile nutzbare Alternative zur Colossus-Serie entwickelt. Die Colossus ist die, wow, die in schweren Feuergefechten unter extremen Umweltbedingungen für persönliche Sicherheit sorgen sollen. In den Augen der Initiative war der massive, unverwüstbare Hyper Guardian die perfekte Wahl für den Schutz ihrer verwundbaren Kolonie. Das ist eine super Panzerung, nehme ich an. Nein, abbrechen. Ich mache mal Doppelklick. So, wir haben 850. Wir können jetzt hier 5 maximale Gesundheit, 1% Schildleistung. Uns fehlt das Titan. Okay. Uns fehlt Titan. Uns fehlt Titan. So, dann könnten wir jetzt hier das Ding erforschen ansonsten. Fehlt uns Kupfer und Iridium. Also können wir noch nichts forschen. Jedenfalls nichts Panzerung. Waffen. Cyclone. Das finde ich gar nicht so schlecht.
Können wir das hier jetzt verbessern? Zyklon 2. Das könnten wir. Zyklon 3. Erforderliche Stufe 30. Also braucht er schon. Anforderungssturmwehrzyklon. Also ich finde das nicht schlecht. Es hat eine hohe Stoppwirkung, also kannst du dir einfach eine Granate vor die Nase ballern. Dann machst du viel Schaden. Ne, 28? Das war komisch, dass das jetzt anders schießt. Was haben wir denn noch? Sieht scheiße aus. Sandsturm sieht scheiße aus. Sidewinder. Sieht scheiße aus. Das sieht natürlich gut aus, aber das schießt doof. Valkyrie, Falcon. Reverend. Oh, das sieht gut aus. Das extrem leistungsstarke Reverend war in der Milchstraße nicht nur selten, sondern auch ungemein teuer. Okay. Da können wir eigentlich mal investieren, wenn wir es können. Ja, das könnten wir forschen. Bauplan selten. Das sieht gut aus. Dann forschen wir. Dann bin ich schon wieder auf Alliance? Ne, Milchstraße. So. Forschung. Yep. Erfolg. Reich erforscht. Bei den Erforschungen von Waffen und Panzerungen werden deren Baupläne beim Entwicklungsbildschirm hinzugefügt, wo die Objekte gefertigt werden können. Okay. Und dann noch zwei. Hier brauche ich Stufe 10. Warum? Gut. Reverend 2. Das klingt gut. 3 können wir noch nicht. Dann brauchen wir noch einen. Noch eine Waffen. PG. Keine hübschen PGs. Violent. Black Widow. Ultra selten. Ja. Hör mal. Ja, machen wir. Black Widow erfolgreich erforscht. Black Widow 2. Jo. Black Widow 3 können wir noch nicht. Ich muss auch nur mich ausrüsten, also keinen anderen. So, bei Verbesserung. Flugschmiermittel. Ich weiß gar nicht, was das ist. Beim Schweben? Nee. Alter Kühlkörper, minus 60% Magazingröße. Fühlt sich mit einer Verzögerung automatisch wieder auf. Diese Verbesserung gehört dem Typ Schubwaffenverhalten an. Na. Ausbalancierte Feldspuren erhöht die Waffenpräzision im bewegungslosen Stand 10%. Ausbalanciertes Feldspulen.
Elektrische Leitung. Waffe verschießt jetzt einen Elektrostrahl. Flugstabilisator. Brauche ich alles nicht. Nein. Das wäre der Einzige, der mich interessieren würde. Oder der. Granatwerfer. Wir packen einfach irgendwelche Mods rein, glaube ich. Das können wir immer noch machen. Jedes Projektil flach von flach. Ballistische Kurve. Crashliga-System. Kühleinheit erhöht die Magazinkapazität, wenn Spezialmunition aktiv ist. Wenn das aktuelle Magazin leer ist, werden 5% Gesundheit abgezogen und das Magazin wieder aufgefüllt. Feuergeschwindigkeit. Konzentration, 10% Waffenpräzision, wenn Schilde bei. Ups. Waffe, wenn Gesundheit und Schilde voll sind, plus 20% Schaden. Das ist nicht schlecht. Oh, das ist ein geiles. Schlachtfeld-Hilfsmodul. Das können wir eigentlich überall einsetzen. In jede Waffe und in jede Rüstung. Die haben wir auch mal aus 66. Die sehen alle scheiße aus. Wie sehen die Panzerungen aus? Wir sind Schaden, Gesundheitsregeneration. Da fehlt uns aber so alles Mögliche. Okay, jetzt machen wir mal Entwicklung. So. Waffen. Sturmgewehre. Reverend. Fehlt uns das Kupfer. Oder? Kann nicht Aufklärungsposten entdeckt werden. Ja. Na, bringt nichts. Reverend, brauchen wir auch Kupfer. Wo ist denn die Black Widow? Keine Ahnung. Brust, Initiative 2. Pathfinder Brust 2. Oh, da haben wir genug Zeug für. Rebelle, Initiative. Scavenger. Beryllium. Achso, die blauen, das sind die, die wir bauen können. Dann bauen wir uns nochmal den Zweier. Brust. Slot wählen. Nein.
Passfinder Brustpanzer herstellen. Entwicklung starten. Sind Sie sicher, dass Sie das Projekt Passfinder Panzerung entwickeln möchten? Es wird hier im Inventar hinzugefügt und kann über Ausstattungsterminals ausgerüstet werden. Außer mit Enter, bevor Sie fort sind. Hey. Erfolgreich. Wie, das kann schief gehen? Beine. Pathfinder 2. Aber man kann dann hier noch was einbauen. Tech Auflade. Was auch immer. Und jetzt? Ja, 12 PT. Können wir das abbrechen? Brauchen trotzdem die 12 PT. Keine Ahnung. Jo. Feinschutz. Arme. Das ist uns das PT-Zeug, oder? Ja. Titanium. Was macht man denn hier Inventory? Ich habe 3 Sturmgewehre. Die können wir erstmal zerlegen. Jo. Passfinder Pionier, komm weg. So, Panzerung. Ich habe 4 Helme. Andromeda Elite Helm. Der sieht am schlimmsten aus. Okay, weg. Andromeda Elite Helm, weg. Arme. Cap Panzerung, weg. Passfinder 2, nein, Initiative. Scavenger X. Weltraum Dings, ja. Beine. Den. Weg. Fusionsmod? Das Mod der Abschirmung. Diese noch kaum verstandene Relikt-Tech kann in die Rostplatte der meisten Kampfpanzerungen integriert werden. Die verschafft dem Benutzer einen enormen Vorteil, allerdings immer auf Kosten eines anderen Bereichs,
Aufgrund der Gefährlichkeit dieser ungetesteten Technologie darf nur Ryder diese Mods ausrüsten. Das ist ja scheiße. Minus 50% Gesundheit. Waffenbaupläne. Defensive Verstärkung. Ach, das können wir aufbauen. Notfallschildladung. Ressourcen. Platin ist das, jetzt haben wir 8 wieder. Jetzt können wir uns eigentlich die. Ich hab schon mal gesagt. Ist das. Die Arme fehlen uns. Pathfinder. So, 10 Platin. Muss man da was zerlegen. Was passiert denn, wenn wir unsere aktuellen zerlegen? Wenn wir dann die andere. Mit der da. Müssen wir, glaube ich, erst anziehen, ne? Ja, Entschuldigung, ich muss jetzt auch mal durch. Nur ein paar leichte Streuungen durch das Eis in der Geißel. Ich werde die Sensoren auf verdammt nervige Wolke neu kalibrieren. Oh Mann, Mann. So, wenn ich mir hier die andere Rüstung anziehe, dann kann ich die bestimmt zerlegen. Pathfinder 2 Beine Pathfinder 2, so nee. Beine mach keine Mods. Nee, die waren fest eingebaut, die Mods. Jetzt mal gucken. Ach nee, Inventar war das. Pardon. Plus 1 zerlegen. Kein Platin. Kein Platin. Ah, scheiße. Na gut, wir haben ein bisschen verbessert. Der war noch hier. Na klar, der hat gesagt, dass wir mal losfliegen sollen. System, Heimat von Eos und Prodromos.
kurz landen. Zu scannen ist da nichts. Jo. So, welche nehmen wir jetzt hier? Für die einzige, die wir haben, ne? Der bin ich ganz zufrieden, mit der hier nicht so. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen, alles ruhig. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HNS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Was haben die denn hier? Oh, das ist richtig schick jetzt. Wow. Da ist es auch so eine Kapsel. Hier kann man auch forschen, Terminal. Wo ist mein Nomad? Hey, wer hat mein Nomad geklaut? Boah, hier geht's aber ab. Kann man denn? Mach mal die Düse aus. Warte mal. War nicht hier noch so eine Kapsel, wo ich den? Bestimmt nur übersehen, warte mal. Ach, der steht doch da. Deswegen kann ich den nicht rufen. Würden wir mal gehen in die andere Station. Oder ist das hier die neue Station? Ne, wir sind noch hier bei der alten. Da ist die neue. Unbekannt. Fahren wir da mal hin. Immer noch Strahlung. Haben Sie während Ihrer Zeit bei den Asari jemals eine Adat Yakshi getroffen? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich hatte bei unserer Scharfschützin Tatis immer so einen Verdacht. Oh, hier. Was ist da oben drauf? Das ist hier Ende der Karte, ne?
Wo bin ich denn hingefahren? Hä? Ich glaube, das Ding spinnt. Was für ein Anblick. Okay, das ist beeindruckend. Die Outland-Spitze. Sie ist praktisch von überall zu sehen. Die Systeme versagen, Pathfinder. Oh shit, wir sind da in 3. Kack. Da will man doch glatt rübersegeln, oder? Ich frage mich, wie EOS wohl bei Regen aussieht. Wenn wir unseren Job machen, wird das irgendwann jemand erleben. Schade, dass wir keine Zeit haben, schwimmen zu gehen. Shit. Die Strahlungswerte liegen im kritischen Bereich. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Ich versuch's ja. So geht's schneller. Wo bin ich denn? Muss doch da noch wieder ganz zurück. Ich versuche mir vorzustellen, was alles möglich wäre. In 50 Jahren machen die Leute hier vielleicht Ferien am Strand. Sobald wir wissen, was für Jahreszeiten es hier gibt, wird es auf EOS auch Feiertage und Urlaube geben. EOS fühlt sich schon mehr wie ein Zuhause an. Aber es ist trotzdem immer noch hauptsächlich harte Arbeit. Ich glaube, wir sind irgendwie rausgeglitscht. Gegner vor uns! Kettlager gesichtet. Wo zur Hölle bin ich? Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Das ist doch hier, wo wir waren, oder? Auf der anderen Seite des Berges runter. Warum liegen da mit Hammern rum? Warte mal. Wo zur Hölle bin ich? Ich frage mich, was alle diese Teile der Reliktech früher waren. Und ich frage mich, was sie kaputt gemacht hat. Sägezahnplateau. Es erinnert an den Kiefer eines Drachen. Kann ich hier sitzen? Oh shit. Ja, wir brennen. Ich weiß auch, wo ich bin jetzt. Ich muss ja wieder hin. Ne? Wir brennen schon. Unser Wagen geht in der Reich. Hier rüber.
Weiß nicht, wo der zuerst gespeichert hat. Scheiße, sind irgendwie durchgeglitscht und dann auf der anderen Seite der Karte rausgegangen. Na, was hört? Na, was lädt denn ja so lange? Jetzt dauert nochmal noch 10 Sekunden. Ja, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt für eine Pause dann. Wenn er nicht mehr will. Ja, okay, tschüss.